Berechne T5 und S10 einer geometrischen Folge, wenn T1 1 ist und Q 2 ist. Da es sich um eine geometrische Zahlenfolge handelt, haben wir diese Formel zur Verfügung. Wir wissen auch, dass das erste Glied der Folge 1 ist und dass der Quotient dieser geometrischen Folge 2 ist. So, wir suchen zuerst T5. Dazu wenden wir selbstverständlich diese Formel an. Formel, in der wir n da und da durch 5 ersetzen. Wir ersetzen T1 durch 1 und Q durch 2. Somit ergibt sich für das fünfte Glied dieser Folge dieses Produkt. Und das macht 16. Um die Summe der 10 ersten Glieder dieser Folge zu berechnen, benutzen wir selbstverständlich diese Summenformel, Formel, in der wir n da und da durch 10 ersetzen. Wir ersetzen T1 durch 1 und Q da und da durch 2. Somit ergibt sich, dass die Summe der 10 ersten Glieder gleich zu diesem Bruch ist. Und dieser Bruch wird jetzt noch ausgerechnet. Die Antwort ist 1023.